mächtig verwachsen. Ein Fahrzeug stehen geblieben. Hütten-Team führt hier dieses Feld an. Relativ guten Start auch Daniel Baumann. Jens Kuber ebenfalls exzellent gestartet. Auf Platz 2 vorgefahren. Vom AC Spole Daniel Baumann auf 3. René Dermann auf 4. Dann schauen wir mal, wie lange sich der Frank Meyer da wehren kann. Nicht sehr lange. Jens Kuber schießt außen vorbei. Führt jetzt auch diesen Endlauf in der Regionalklasse an. Frank Meyer noch toll platziert vom Team auf Position 2. Aber dahinter kommt schon der stärkere Wagen von Daniel Baumann hier bei seinem Endlauf. In dem Fahrzeug mit der Startnummer 540. So, jetzt ist Daniel Baumann. Ja, Stoßstange an Stoßstange mit Frank Meyer. Noch kann sich aber Frank Meyer erwehren, genau bis zu diesem Moment, denn jetzt gibt es das Beschleunigungsfeld, was eindeutig zugunsten von Daniel Baumann ausgeht. Frank Meyer versucht zu kontern im Fahrzeug mit der Nummer 3, ist aber unterlegen. Gleiches Duell dahinter, Kevin Metzger auf 4, René Dermann auf 5. So, jetzt Kuba der Führende, geht jetzt in die letzte Runde. 627 und 683. Ebenso in der 540 Daniel Baumann und Frank Meyer in der 3. Wir sind jetzt hier in der letzten Runde und das wäre natürlich auch nochmal ein toller Erfolg für das Team in dem Klasse A Fahrzeug. Hier im Endlauf noch aufs Treppchen zu kommen. Jens Kuber gewinnt nicht nur die Regio-Klasse B, sondern auch den Endlauf. Gratulation an das Fahrzeug mit der Startnummer 67. Zweitplatzierter wird Daniel Baumann hier vom AC Spole und ein hervorragender dritter Platz an das Hütten-Team für Frank Meyer.